Grüezi, ich bin Simone Wittmer und bin Physiotherapeutin. Im Alter nimmt das Sturzrisiko leider häufig zu. Darum werden wir Ihnen Übungen zeigen für Kraft in den Beinen, Gleichgewicht im Stehen und Gleichgewicht im Laufen. So werden Sie mehr Sicherheit im Alltag erlangen. Wir zeigen Ihnen jetzt noch Gleichgewichtsübungen im Stehen. Für das brauchen Sie nur einen Tisch. Sie können sich hier in der Mitte festhalten, dann das Gewicht auf Ihr linkes Bein verlagern und das rechte Bein hochziehen. 4 bis 8 Sekunden bleiben. Wieder senken. Die Übung können Sie 4 bis 8 Mal wiederholen und dann die Seite wechseln. Auch hier heben und das Gewicht auf Ihr rechtes Bein verlagern und mit dem linken Bein hochkommen. Für die nächste Übung dürfen Sie am Tisch hüftbreit anstehen, die Hände leicht auf der Tischplatte und mal das Gewicht auf das linke Bein verschieben und mit dem rechten Bein seitlich den Boden antupfen. Und diese Bewegung 8 bis 12 Mal. Wenn Sie an dieser Seite fertig sind, verlagern wir das Gewicht auf das Gegenbein verlagern und kommen mit dem linken Bein ins Antupfen vom Boden. Viele Übungen lassen sich sehr gut in den Alltag integrieren. Zum Beispiel, wenn Sie an der Kasse stehen, hüftbreit Bein anstellen und das Gewicht ganz leicht vom einen aufs andere Bein verlagern. Oder Sie stehen im Badzimmer vor einem Lavabo und gehen mit den Fersen hoch und tief. Wir empfehlen Ihnen, Minimum 3-mal wöchentlich zu üben, lieber aber täglich. Trainieren Sie nur, wenn Sie sich sicher und wohl fühlen und kein Schwindelgefühl haben. Viel Spass beim Üben!